Wer in den letzten Tagen Toilettenpapier auch anderes kaufen wollte, stand meist vor gähnend leeren Regalen. Nichts, alles weg. Hamsterkäufe waren in aller Munde. Gleich einen ganzen Einkaufswagen mit Toilettenpapier wollte eine Frau in Berlin kaufen und sträubte sich mit aller Gewalt dagegen, dass sie so viel gar nicht mitnehmen konnte. Eine Freundin berichtete mir sogar davon, dass Menschen die Waren sogar aus den Einkaufswagen der anderen klauten. Der reinste Wahnsinn. Dass es auch anders geht, zeigen die Nachbarschaftshilfen, die sich jetzt auftun, wie Pilze aus dem Boden schießen. Neue Facebook-Gruppen und anderes werden gegründet, mit dem Ziel, anderen zu helfen. Menschen tun sich zusammen, um einzukaufen für andere, die in Quarantäne sind oder zur Risikogruppe gehören und deswegen nicht aus dem Haus gehen können. Nächstenliebe also ganz konkret. Ein tolles Zeichen, ein Zeichen, das Hoffnung macht. Hashtag Nachbarschaftschallenge, die gute Seite der Krise. Bleibt gesund und von Gott behütet, eure Pfarrerin Veronika Mafridis.